Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich komme gerade right into the door von TK Maxx, von meinem TK Maxx Einkauf. Und demnach gibt es jetzt ein Old School Haul Video. Mega spontan, ungestylt. Meine Haare sind mega verwuselt. Ja, und total real sozusagen. Ich weiß, dass Englisch nervt, aber irgendwie, desto mehr YouTube-Videos man guckt, desto mehr prägt das einem ein bisschen ein. Leider. Wenn ihr mich noch nicht so lange kennt, müsst ihr bei mir wissen, ich liebe TK Maxx. Leute, die mich schon lange kennen, wissen, dass ich früher regelmäßig TK Maxx Haul-Videos gemacht habe und ich dachte, es wird mal wieder Zeit, weil ich gehe dort ein bisschen zu regelmäßig einkaufen und ja, war wieder mal shoppen und ich liebe auch diese Tüten, die dort verkaufen. Die haben so viele verschiedene Designs und die sind so schön sommerlich und eignen sich auch voll gut fürs Freibad und so. Und ich beginne, glaube ich, mit etwas, was ich nicht heute gekauft habe, sondern vor ein paar Tagen, glaube ich. Und zwar, ich habe ja wieder angefangen zu zeichnen und dort gab es diese coolen Sketchbook-Sets. Und zwar ist da ein Malblock drin, aber auch Buntstifte. Hier seht ihr das. Allerdings gab es da drin nicht diese Buntstifte, sondern so normale Buntstifte. Und das hier sind welche Pastellkreidestifte. Und wenn ihr euch so im künstlerischen Zeichnerbereich oder wie man es auch mal nennt, auskennt, wisst ihr, dass Pastellkreide relativ teuer ist. Und das Set, da waren noch viel mehr Farben drin, war relativ günstig. Auf jeden Fall habe ich die da eingesetzt. Und das Set an sich hat gekostet 12,99 €. Und ja, habe ich, wie gesagt, noch nicht benutzt. Und ich freue mich aber drauf. Und das ist schön klein und kompakt und passt in jede größere Handtasche einer Frau. Und ja, ich liebe es und freue mich schon so darauf, es zu benutzen. Dann Deko. Ich liebe Deko. Entschuldigung, jetzt kommt dieses grässliche Knistern. Ich schneide es mal raus. Und für mein Bett habe ich da gekauft etwas, was hier so zum asiatischen Theme ganz gut passt. Nämlich dieses wunderschöne asiatische Geisha-Kissen. Da seht ihr die Geisha und hier so ein bisschen sommerlich mit Türkis und verschiedenen blumigen Mustern auch noch. Ich fand, das war so ein kleines Stückchen Kunst. Und ja, das Schild mache ich jetzt direkt mal ab und es kommt jetzt an mein Bett. Boom. Oh, voll schön. Das passt voll gut zu den Farben der anderen Kissen, die ich bereits habe. Und dann Handtücher. Hört sich jetzt langweilig an, aber guckt euch dieses geile Handtuch an. So in Neongelb und Beige mit diesem geilen orientalischen Muster. Voll toll. Hat gekostet 5,99 €. Gab es leider nicht in großer Badetuchgröße. Aber naja, jetzt habe ich zumindest ein Handtuch in der Größe. Dafür habe ich dieses große Handtuch. Das ist in so einem schönen, ja, Türkis-Mint-Ton und mit diesem Muster. Oh, genau, auf der einen Seite so weiß, grün und hier grün mit helleren, ja, Design-Elementen. Und ich finde das so schön. So sehr, sehr modisch fand ich das und sehr groß und flauschig. Und das war reduziert von 16,99 € auf 13 €. Dann habe ich mir noch viele andere schöne Sachen gekauft. Das passt jetzt auch gerade irgendwie zu den Farben von den anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Diese Tassenuntersetzer, Glasuntersetzer. Die haben mich 4,99 € gekostet, habt ihr sicherlich schon gerade gesehen. Und passend dazu diese Gläser. Davon habe ich mir zwei geholt, so im marokkanischen Design. Dann wunderschön diese schmalen Porzellanschalen im Federdesign, einmal ein bisschen größer in Rose Gold für 7,99 €. Und dann habe ich mir die gleiche Variante in Silberweiß geholt. Und diese kleinere Schale hat 4,99 € gekostet. Ich finde Schalen wahnsinnig praktisch in der Wohnung oder im Zimmer, um einfach mal Sachen abzulegen, damit sie nicht irgendwie verloren gehen oder aus dem Blickfeld verschwinden, dass man sie Jahre später irgendwo hinter einem Schrank oder hinterm Bett wiederfindet und dachte, ah, die habe ich vermisst. Und ja, finde ich total, total hübsch, oder? Guck ich das an? Voll schön, ich freue mich schon, dass dekorativ irgendwo hinzustellen. Dann diese wunderhübsche Vase. Ich stehe ja generell auf alles so im Silber, Kupfer, glänzendem Golddesign, Rosegold und so weiter. Und das ist glücklicherweise auch gerade ganz in. Und deswegen ist das hier auch eine neue Sache. Kostet 7,99 € und das benutze ich, glaube ich, um frische Blumen in meine Wohnung zu stellen, in mein Wohnzimmer. Und ja,
Very, very pretty. Könnte man auch für andere Sachen benutzen, zum Beispiel, wenn man das so mit Reis füllt als Pinselhalter und sehr, sehr schniekes Design, finde ich, ja. Dann gab es dort auch, wie immer, sehr viele Duftkerzen und welche von Yankee Candles. Und zwar diese mega große, 623 Gramm sind da drinne in der Geruchsrichtung. Haltet euch fest. Babypuder. Und es riecht eins zu eins nach frischem Babyorsch. Also Babypuder. Ein sehr, sehr entspannender, reiner Duft. Und diese Kerze werde ich heute Abend in meinem Schlafzimmer anziehen. Ja, bestimmt. Anzünden und das wird mich bestimmt entspannen und ich freue mich schon sehr drauf auf meine Abendroutine. Falls ihr meine Abendroutine gesehen habt, die ich zuletzt hochgeladen habe, wisst ihr, meine Küche ist endlich nach 1.000 Millionen Jahren fertig. Nicht, dass es das eine Zahl wäre, die es gibt, aber demnach für mein Waschbecken, ja, ein Seifenspender und zwar in diesem Design. Das finde ich ganz cool, weil das ist wie so ein nicht Einmachglas, sondern wie diese Gläser, die man immer für Detox-Getränke und ja, ihr wisst schon, was ich meine. In diesem Design auf jeden Fall und das hat gekostet 9,99 €. Fand ich ganz schnickeschlicht, aber ja, cool designt auf jeden Fall. Und dann Schüsseln. Ich habe nämlich keine vernünftigen Schüsseln. Und dann auch diese hier mit so einem schönen Muster für 3,99 €. Und davon habe ich zwei. Und ich realisiere gerade, das war's schon. Und das war jetzt ziemlich kurz. Aber spontan und herzlich. Und ich freue mich so darauf, das jetzt alles in meiner Wohnung zu verteilen. Und ja, falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, ist hier meine Abendroutine. Da gebe ich auch ganz viele Tipps zum Einschlafen, weil ich hatte ewig Schlafprobleme. Und ich habe es jetzt hingekriegt. Es ist halt, man muss halt so ein bisschen ritualmäßig einige Sachen machen, wenn man zu Schlafproblemen neigt, um runterzukommen. Das schafft nämlich nicht jeder. Und deswegen hier meine Abendroutine. Oder wenn ihr eher eine Sommer-Morgenroutine sehen wollt, findet ihr hier meine Sommer-Morgenroutine. Auch früher, was es heute spricht, was ich früher falsch gemacht habe, um in den Tag zu starten und wie ich es optimiert habe für mich und organisiert habe. Weil ihr müsst wissen, bei mir ich muss mich zur krassen Organisation zwingen, weil ich so eine Chaos-Chrissy bin, wortwörtlich. Das ich sonst gar nicht gebacken kriege, leider. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auf Instagram und Facebook und so weiter folgt. Snapchat habe ich nicht, weil ich schon oft genug am Handy bin. Und ja, das wollte ich dann so ein bisschen meiden. Außerdem gibt es ja auf Instagram eh die Snapchat-Funktion. Ja, da seht ihr hier meine Links, wo ihr mich verfolgen könnt, beziehungsweise meine Benutzernamen und auch alles weitere in der Infobox. Ja, und das war mein Tiki Mix Haul. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich nochmal so ein Tiki Mix Haul machen soll, weil ich bin da, wie gesagt, ein bisschen zu oft. Aber ich liebe den Laden. Ich weiß, viele mögen den nicht, weil wegen dem Kram, weil es halt meist sehr viele Einzelstücke sind und so weiter. Aber genau das ist das, was ich persönlich mag. Weil wenn man dann was gefunden hat, hat es erstmal nicht jeder und zum Zweiten ist es so, dass es wie eine Schatzsuche war. Man hat einen Schatz gefunden. Und es hört sich jetzt ein bisschen sehr unmäßig an. Ich beende das Video hiermit und wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Oder am besten geht raus, das Wetter ist endlich sommerlich geil. Und ihr könnt ja auch später meine Videos gucken oder ja, wie ihr möchtet. Bis dann. Tschüss.